Heute starte ich mit Teil 1 einer Serie über die Turmbefestigung Lenz, wird auch genannt Maximilianische Turmlinie oder Maximilianstürme. Im Jahr 1828 ließ Erzherzog Maximilian von Österreich auf dem Freienberg einen Probeturm errichten. Mit diesem Turm wurden im Beisein des Kaisers Franz I. Sprengversuche und Probebeschießungen durchgeführt. Der Probeturm bestand im Wesentlichen seine Feuertaufe. Daraufhin wurde der Bau der Turmlinie rund um Linz beschlossen. Ich gehe jetzt nochmal auf die Rückseite, dass ich da einen Blick drauf wirf. Berg in Linz. Da ist mir freundlicherweise ist mir da aufgesperrt worden und ich will jetzt da in die Runde gehen. Schöne Kirchen da herum, aber halt nicht ganz so alt, um die 200 Jahre. So, sind wir da fertig. Jetzt schauen wir, dass er fescher füllen wird. So, na gut, danke sehr. Wiederschauen. So, wir entfernen uns wieder durch den Hintereingang.
und kann man nur sagen, schöne Kirchen, hat sich ausgezahlt, ja, kann man empfehlen.